Servus Freunde, willkommen zur neuen Folge von Minecraft Escape 4 und heute geht's gleich weiter. Ich starte in Diamond 3, 2, 1, go. Dann müssen wir uns hier mal umschauen. Hinten war irgendwo ein Creeper beim letzten Mal, denke ich. Ja, den nehme ich gleich in die Mangel. Oh, wow, wow, wow. Ein Zombie Fragma A. Geht mal aus. Das war ja? Schade. Das hat sich halt wohl trotzdem da drüben runter müssen. In die Riesenschlucht. Das sind Dias. Das sind Dias. Also das ist ein Dia. Soll ich da runtergehen? Ist da eine fette Bade? Ich schau mal kurz in F5. Schaut, okay, ist das eine neue Spinne. Ja, und der Zombie. Vielleicht den Zombie erwischen durch die Spinne. Wenn ihr machen natürlich kein Wasser-MLG, sonst enden wir jetzt noch mit dem Tod. Jetzt schnell aufpassen. Wir haben ein Schild. Oh Gott. Es ist eine ganz haarige Angelegenheit hier. Ich muss mich auch hinter mich schauen, ob da noch was kommt. Na gut, du bist nicht das gefährlichste Vieh, wenn du an der Decke festhängst. Aber hier sind schon mal die, jetzt ist es nice. Zumindest mal die ersten. Wir brauchen halt wenigstens mal, ja, 5 Stück eben. Für den Zauber, wir müssen ja nicht unbedingt Diamantrüstung haben. Aber mit der Diamantrüstung wäre es natürlich geiler, weil wir brauchen die ja nicht unbedingt. Aber verzauberte Eisenrüstung wären schon einigermaßen wichtig. Ich glaube, an Eisen sollten wir eigentlich erstmal genug haben. Ich einfach mal so pauschal sagen, aus dem Bauchgefühl raus. Dich bringe ich gleich, bevor du mich von hinten umbringst. Sehr gut. So, dann muss ich mir noch mal kurz regenerieren. So, 60 Stück sollten reichen. Gold nehmen wir immer mit. Gold ist immer nice. Das Gute ist, wir brauchten halt auch eigentlich sehr dringend Glückverzauberung. Weil Glück ist auch ja für Eis und für Gold mittlerweile. Wir müssen uns eine Wasserhöhle suchen, weil da drin soll mehr Eisen, mehr Diamanten sein, weil die sollen nur unter Blöcken spawnen. Und was erzählt als Block? So, die zwei Creeper hier lassen wir am besten sich gegenseitig springen. Sehr gut. Ich weiß halt nicht, auf welcher Höhe man Strip minen muss. Ist das von Vertias? Ja, sind Vertias. Nice. Du wirst auch noch da reingeboxt, wollte ich sagen. Schade. Jawohl, das sind auch Dias. Komm, zwei bitte. Ach komm. Wir sollen immer nur eine. Ich baue mal hier ringsrum ein bisschen. Ja! Noch eine. Ja, ich warte noch, bis ich vielleicht 5 habe, bevor ich mir eine Spitzhacke baue. Weil wenn ich keine 5 finden sollte. Oh fuck. Ich esse mal kurz. Ich hoffe, dass es sich ausgeht. Jawohl. Probieren wir, dass das Skelett die 2 vielleicht abschießt. Ey, wie schlecht erinnert denn bitte schon? Hä? Bist du dumm. So, Gold nehmen wir natürlich wieder mit. Das ist klaro. Ja komm, das Eisen, wenn es jetzt schon so offen da liegt, dann nehme ich es halt mit. Normalerweise hätte ich das nicht gemacht, aber wenn es so offen da liegt. Aua, aua! Wieso machen die so viel Schaden? Heiland! Sterb halt gleich an Zombies, Junge. Was ist da mir los? Ich müsste eigentlich mal darüber. Problem ist, da sind sehr viele Skelette. Also der bessere Bogenschütze, Junge, bin ich gut. Ich wollte die 2 Bögen zusammen craften, eigentlich. Jawohl. Hä? Ich... Scheiße! Ich muss weg. Muss mal eben was essen. So, einmal habe ich einen Killer, den linken. Okay, einen habe ich, nice. Das war gefährlich, das glaubst du gar nicht. Gibt es denn jetzt schon wieder welche? Sag mal. Sabralotte, sehe ich Müller. Lass ihn einmal nach Diamanten. Bitte. Schade. Man kann es ja mal probieren. Ja. Das war extrem gut. Fuck. Wieso macht die Spinne keinen Schaden an dem fangen Skelett? Junge, das ist so intens hier unten. 2 Diamanten brauche ich noch Minimum. Erstmal. So gut, ne? Ich hab 1 gegen 1 mit Bogen. Wieso droppen die so viel Bögen, Junge? Ja, mal kurz da runter schauen. Schaut's da nach Diamanten aus? Nee, eher nicht. Oh, der Timer ist abgelaufen. Ich verwerf den mal und baue mich hier in die Ecke ein bisschen ein. Und geh raus, jawohl. Also was ist von der heutigen Folge von Minecraft Escape 4. Wenn es euch gefallen, könnt ihr ein Like da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren sowie die Glocke aktivieren. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin, euer Goller, Sausadee, macht's gut und ciao.